Hallo, wir befinden uns heute in Kaiserswerth, vor dem Rheinufer, am Ende des Kaiserswerther Marktes. Hier befand sich, bis in die frühe Neuzeit hinein, eine Fährverbindung über den Rhein. Wohl schon seit dem frühen Mittelalter verbindet Kaiserswerth eine Fähre mit dem linken Rheinufer. Das Fährrecht, die sogenannte Fährgerechtsamkeit, galt allerdings nur für diese eine Richtung. Auf der linksrheinischen Seite vergab der kölnische Landesherr das Recht zur Überfahrt nach Kaiserswerth. Die Fährstelle wird im Jahr 1174 erstmals erwähnt. Sie lag damals an der Kreuzung zweier alter und bedeutender Fernhandelswege, die nach Norden und Osten führten. Damit hatte die Fähre eine überregionale Bedeutung, die ihren kontinuierlichen Betrieb sicherte. Noch 1829 gab das Düsseldorfer Fährreglement vor, dass bei zugefrorenen Rhein die Fährleute an der Stelle der Überfahrt einen mit Stroh, Asche oder Sand bedeckten Weg über das Eis schaffen und dafür sorgen mussten, dass er tragfähig war. Für die Passage über das Eis durfte teilweise der volle Fährtarif erhoben werden. Lediglich bei Hochwasser musste der Fährverkehr eingestellt werden. Aber wie entstanden solche Fährübergänge am Rhein und die damit verbundenen Rechte? Erste Fähren wurden wohl von Bauern und Fischern betrieben, deren Grundeigentum an den Rhein grenzte. Die daraus erwachsene Berechtigung, an einem bestimmten Ort als einziger gegen Entgelt Personen, Tiere und Waren auf das gegenüberliegende Ufer zu bringen, wurde später vorrangig vom jeweiligen Landesherrscher verpachtet. Der Fährmann hatte die Verpflichtung, jedermann überzusetzen. Auf der heutigen Düsseldorfer Rheinstrecke bestanden 7 größere Fähren, von denen heute nur noch 2 regelmäßig in Betrieb sind. Neben der Kaiserswerther fährt noch im Süden die Fähre zwischen Zons und Urdenbach. Nach der Zerstörung Kaiserswerths im Jahr 1702 wurde die Anlegestelle vor der Stadt stromaufwärts südlich der Kittelbachmündung verlegt. Kaiserswerther Fährleute pachteten nun die Fährgerechtigkeit auf beide Ufer. Noch bis ins 17. Jahrhundert hinein nutzte man vor allem einfache Nachen zur Überfahrt. Karren oder Wagen wurden mit sogenannten Schalden, breiteren, sehr flachen geruderten Booten, befördert. Beide Fahrzeuge konnten im flachen Uferbereich gut anlanden. Um 1700 verbesserte eine Gierfähre, auch Gierponte genannt, mit beachtlich größeren Kapazitäten den Kaiserswerther Fährbetrieb. Dieser Fährtyp war in einem langen Seil fest im Strombett verankert und nutzte die Strömung, um zwischen den Ufern hin und her zu pendeln. 1853 soll die letzte aufgrund ihrer zu geringen Auslastung verkauft und durch einfache Boote ersetzt worden sein. 1888 wurde ein kleines Dampfschiff angeschafft, das die Nachen und Schalden hinüberzog. Nach dem Ersten Weltkrieg konnte der Fährbetrieb erst in den Jahren um 1925-26 mit einer einfachen Seilfähre wieder aufgenommen werden. Nachdem diese als Hindernis des wachsenden Schiffsverkehrs generell verboten wurden, nahm ab 1958 schließlich eine Motorfähre ihren Dienst auf, die bereits 4 Jahre später durch eine Autofähre ersetzt wurde. Noch heute läuft der Fährbetrieb für Personen, Fahrräder und Pkw zwischen genau den Anlegestellen, die bereits im Jahr 1702 genutzt wurden.